Herr Löw, was halten Sie davon, vor 20.000 Zuschauern ein Spiel in einem Risikogebiet abzuhalten? Ja, ich halte es grundsätzlich ein bisschen für das falsche Signal, dass man jetzt da in einem Risikogebiet so viele Zuschauer auch zulässt. Natürlich freuen sich alle, wenn im Stadion wieder mehr Emotionen da vorherrscht, aber ich glaube, dass das nicht das richtige Signal ist. Jetzt wurde bei İlkay Gündoğan als erstem Nationalspieler ja auch das Virus festgestellt. Sind Sie in Kontakt mit ihm? Wissen Sie, wie es ihm geht? Also bislang sehr, sehr gut. Den Umständen entsprechend. Ich habe heute Morgen mit ihm nochmal eine SMS geschrieben. Mal sehen, ich habe noch keine Antwort jetzt, aber ich hoffe, dass es ihm bald wieder gut geht und er dann auch ins Training wieder einsteigen kann. Welche Verhaltensregeln haben Sie denn ganz konkret für die Nationalspieler auferlegt? Wir hatten ja schon im September eigentlich die gleiche Situation, dass wir natürlich im Hotel uns zunächst einmal bewegen können, weil alle getestet worden sind. Wir haben sehr viele Sitzungen gemacht in einem kleinen Kreis, nicht mit allen Spielern in der großen Runde, sondern viele kleine Sitzungen beim Essen, einmal Handschuhe und die Maske getragen, bis wir am Tisch waren. Also von daher gibt es schon natürlich keinen Besuch von Verwandten oder Freunden im Hotel. Und dementsprechend die normalen Regeln, die es dann gibt, Abstand und Desinfektion der Hände und so weiter. Bundestrainer, vielen Dank. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Gerne.